Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Monster Hunter World. Wir befinden uns immer noch im Korallenhochland und dort geht's weiter diese Folge. Bis gleich nach dem Intro. So, Mahlzeit, Freunde, Shalom und Nanu, Nanu, Hallöchen, wie sehe ich denn aus? Ja, ich habe mir ein neues Ausrüstungsset rausgelassen. Am Wochenende wieder ein bisschen gestreamt, allerdings habe ich nicht weitergemacht mit den Quests, sondern habe alte Quests gemacht mit einem Kollegen zusammen, ein paar Ressourcen reingeknallt. Und hier sehen wir auch schon, was das Ganze so gebracht hat. Ein paar Rüstkugeln gekriegt und so weiter. Wollen wir mal gucken, ob wir direkt wieder was reinlutschen können hier. Was haben wir denn hier? Uralter Wald, Quests, ja, wir nehmen wieder die kleinen Knochenhaufen. Und kleine Monster töten. Wie viel? 20. Egal, nehmen wir mal rein. Zwei Rüstkugeln, alles cleasy. So, und dann gehen wir direkt wieder los. Wir werden hier in diese Forschungsbasis gehen und dann werden wir dort weitermachen. Auf geht es. Ja, der Stream, der war schon nicht schlecht. Müsste ich mal gerade rückwirkend betrachten. Wir haben ein paar Monster zusammen gekillt. Eine witzige Situation gab es, da war ich auf einer Expedition. Irgendwie konnten wir einander nicht joinen oder so. Keine Ahnung, ob das an dieser Jagdgruppe lag. So ganz steige ich da auch noch nicht durch. Allerdings war ich im Wald und wer kommt mir da vor der Flinte? Dieser Ratian oder so. Solltest du dich nicht etwas vorbereiten, bevor du ins Tal der Verwesung aufbrichst? Tal der Verwesung, Moment mal gerade. Boah, und das Teil, es war mal ein richtiger Boy, Alter. Das war mal ein richtiger Boy. Ich mach den gerade kalt, beziehungsweise ich versuch das. Und auf einmal kommt da sein Bruder vorbei oder was das immer für einer war. Jedenfalls hieß er Ratalos oder so. Und der war irgendwie im Gegensatz zu dem Ratian, war der einfach mal rot. Und jo. Ja, war mal gerade richtig übel unterwegs, ey. Aber egal. Wir brechen also ins Tal der Verwesung auf. Wir sind mehr oder weniger vorbereitet. Wir finden wieder einen Lagerplatz. Und genau das müssen wir machen. Wir müssen uns vorbereiten. Und dann finden wir die Spur des Sora Magdaros. Während du unten bist, schau dich genau um. Was ist das Teil der Verwesung? Verbindung besteht zwischen Bla, Korallen, Hochland. Alles klar, dann mal los. Und wieder ein kleiner Ladebildschirm. Oder kriegen wir hier gerade eine kleine... Nein, ein... Ladebildschirm. Ich dachte, wir kriegen eine kleine Sequenz um die Ohren hier ballert. Aber das werden wir wahrscheinlich früh genug, indem wir da gleich ankommen. Da kommt wieder eine kleine Sequenz. Und dann wollen wir mal gucken, was das Tal der Verwesung so für uns bereithält. Wir richten also im Großen und Ganzen erstmal auf der ganzen Map unsere Lagerplätze ein. Gehe ich mal von aus. Also so ist es bisher jedenfalls gewesen. Ja. Und dann können wir von dort aus eigentlich die ganze Welt exploren, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie das mit der Map so ist, ob das alles war, was wir da auf der Map sehen. Also ihr habt es ja vor Augen gehabt eben. Es sind eigentlich nicht ganz so viele Plätze, wo man hin kann. Aber ich denke mal, wir werden es sehen. Jo. Alter, nice. Ach ja, genau, die Ballons. Da drüben. Was denkst du? Also schön. Hätte natürlich ein Zinken, ne? Oh. Jetzt sag mir, sie steuert das Boot mit dem Schlegel und dem Töpfchen. Das wäre krass. Schlegel, Stock. Steuerung. Topf. Ja. So. Da, schau mal. Oh, wen haben wir denn da? Ein neuen Monster. Ein groß Gyros. Gyros. Das wird es erschweren, ein Lager aufzuschlagen. Na. Ich weiß was. Ja. Fang! Fang? Steine?
Alles klar. Lol. Gut, damit wäre das Problem gelöst. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob es jetzt wirklich so einfach war. Okay, unsere So... Ich wollte gerade sagen, schon wieder Ladebildschirm. Hey, Partner! So, was haben wir denn da? Hier, hey, Partner. Ich würde mir gerne noch dieses Monster, auf das wir getroffen sind, näher anschauen. So, die Kantine. Klar, gehen wir erstmal in die Kantine. Werden eine Runde mit Cash bezahlen. Und zwar gönnen wir uns... Was gönnen wir uns denn? Kreiere eine Mahlzeit. Oh. Nochmal das mal machen. Zutaten. Fleisch. Zutaten. Was haben wir hier? Lieferkopf. Gegrillte Querrippe. Fisch haben wir noch nicht, oder was? Jakobsschmuck, okay. Ach so, wir können das quasi noch gar nicht. Ach so, auch so. Ja, nee, das ist ja unnütz, wenn wir das doch gar nicht alles haben. So, nehmen wir mal das Überraschungsgericht. Wir bestellen das Ganze. Die Olle ist wieder an ihrem Herd. Topf. Okay, die Gerichte sehen alle gleich aus. Ja, yeah, dann hau mal rein. Da hat man doch irgendwie echt immer Bock, sich auch einen zu genehmigen, ne? Angriff hoch S. Alles klar. So, wir sind also hier megamäßig tanktechnisch unterwegs, Alter. Und dann wollen wir mal gucken, was hier so abgeht. Wir gehen mal einfach rein. Wir gucken uns das an. Und die nächste Sequenz. Das Tal der Verwesung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh ja, das sieht irgendwie echt verwesend aus. Hier kriegen wir bestimmt gute Knochen. Kann man hier runtergehen, ja? Ah ja. Ah ja. Die Anführerin der Rittenflotte hat mal gesagt, wir sollten nach dem Miasma Ausschau halten. Hm. Schlafkraut. Seltsame Furche. What the fuck ist seltsame Furche? Where ist seltsame Furche? Ah, da. Sieht so aus, als ob das Ding da lang gelaufen ist. Was haben wir denn hier? Haben wir hier schon direkt irgendwelche... Nein, wir sollten ja kleine Monster töten. Ja, genau, 20 Stück. Natzen wir direkt weg. Alter, die explodieren ja mal richtig. Streunuss. Du kannst die Streunuss als Schleudermunition verwenden und damit Monster überraschen. So, wollen wir mal das Schwein hier umbringen. Ich weiß nicht, ob das auch als kleines Monster gilt. Ja. Es gilt als kleines Monster. Können wir das irgendwie looten? Mosswine. Eine muffige Mosswine-Haut. Okay, hier unter diesem Gerippe her. Steh doch mal bitte auf. Okay, das sind also Dinger, die man nicht wegnatzen kann. Hier, Blaupilz. Das sollte eigentlich noch auf Max sein, jo. Okay, da vorne ist eine Ranke. Wir gucken uns das hier erstmal ganz easy, pleasy, speasy, schneezy, deasy. Gucken wir uns das an. Oh, was haben wir hier? Uraltes Fossil. Knochenhaufen. Vergessenes Fossil. Mhm. Hauptsache erstmal Mats am Gathern. Jo. This was. Weiter geht's. Okay, was haben wir hier vorne? Da vorne sind noch kleine Monster. Hier auch. Nice. Das heißt, die hauen wir erstmal um. Was haben wir hier? Das ist auch Knochen? Nee, wieder diese Furche. Das hier sieht auch aus wie so ein Nistplatz oder sowas. Was ist das? Geteerte Knochen, Alter. Hey, Sunny, mach den nochmal platt. Mach ihn. Platt, so. Das geht irgendwie schnell. Ich dachte gerade, da wäre noch was gewesen. Wie kannst du es wagen, Alter? Da war doch noch was. Die kann ich aber nicht looten, oder kann ich die looten?
Ach so. Horn-E-Tower. Vielzahl von Dingen. Ja gut, dann nehmen wir das einfach mal mit, ne? So, egal. Kriegen wir bestimmt noch genug von. Hier wieder ein paar kleine Viechers. Oh, die greifen einen direkt auch an. Zack. Schön weggenutzt. Hier waren aber noch mehr. Waren sie nicht? Okay. Dann gehen wir weiter. Aha, guck. Kommt da noch ein Kollege vorbei. 12 Stück, das heißt noch 8. Hier bin ich schon einmal durchgekommen, ne? Hier wollen wir nicht tausendmal im Kreis rennen. Da ist noch einer von den... Oh, Streunus. Na, komm schon. Ach, verdammt. Okay. So, dann gehe ich mal hier lang. Ah, dieser Ort ist voll von diesen Schwaben. Atme ihn nicht ein, sonst sinkt deine Gesundheit. Soldatenhelmkrabbe. Ist das Miasma? Vorsicht, nicht anfassen. Legianer-Kadaver. So, Sunny, mach das mal gerade klar. Monsterknochen M. Soldatenhelmkrabbe. Okay, wir müssen diesen Qualm, also dürfen wir nicht einatmen. Das ging daneben. Aha, hier sind kleinere Versionen von diesen Dingern. Ah, das zählt also auf jeden Fall auch noch unter kleineres Monster. Kann ich den eventuell wegnatzen? Okay. Wegstecken. Wegstecken bitte. Danke. Und looten. Da kann ich auch schon mal meinen Wetzstein rausholen. Wo ist er denn? Hier. Material von Flugdrachen. Es ist sehr leicht und wird daher oft zur Rüstungsherstellung verwendet. Sehr schön. Gyros. Oh, ich habe Hunger. Was will er denn? Schön aufs Maul kriegt er jetzt. Zack. Er kommt nicht an den Start. Er versucht es. Egal, wir looten erstmal das Gyros hier. So. Ich würde den schon ganz gerne wegknüppeln. Ja, komm doch mal her. Ach, der nervt. Wir gehen weiter. Okay, da sind noch ziemlich viele von diesen Gyros-Teilen. Deswegen gehe ich hier einfach mal so durch und versuche, dem Nebel zu entgehen. Ah ja. Komm schon von ganz alleine. Oh, das sind aber ein paar, ne? So. Ja, komm. Komm schon. Ja, ja, ja. Und der nächste. Ist er noch alive? Ne, alles klar. Und Loot. Was ist das? Was brauche ich denn nicht? Ah, das verkohlte Fleisch. Gyros. Gyros Lederhaut. So, noch ein. Einer von diesen Vögelchen ist noch da am Start, aber scheiß drauf. Da ist noch einer. Direkt weggenatzt. Also die sind irgendwie ziemlich easy. Was meine Rüstung angeht, habe ich da auch... Ah, guck, 20 Stück weggenatzt. Habe ich da auch, glaube ich, einen kleinen Vorteil, weil das Ding einfach komplett Metall ist. Okay. Das scheint also der Foddy zu sein.
Wir müssen mal hier ein bisschen weiter weglaufen. Nichts kann uns aufhalten. Nichts kann uns aufhalten, richtig. Außer vielleicht ganz viele von diesen Typen. Deswegen natzen wir die erstmal. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Dingern ich eigentlich jetzt effektiv brauche. So, was jetzt einen Upgrade angeht, der entsprechenden Rüstungsteile, aber ich nehme sie einfach mal alle mit. Der eine hier will noch. Dann soll er kriegen. Oh. So, Schwert wegstecken. Komm, 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 komm. Ah, diese Nebelschwaden hier sind aber schon deutlich irgendwie aktiv, sind die mal hier so, ne? So, jetzt gönnen wir uns endlich mal den Wetzstein. Und dann lutschen wir uns erstmal diese schöne Vitalitätswespe hier rein, bevor wir dann den einen Kollegen hier fertig machen. Wo ist er denn? Du kannst jetzt wieder essen. Oh. Ist er weggelaufen eben? Oh, Moment. Das möchte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Bin mir sicher, dass es nicht nur gut Punkte gibt, sondern auch zur Herstellung wichtig sein wird. Was haben wir hier denn? Karmesinrote Frucht. Ist das was zu essen? Alles klar. Nitropilz. Haben wir da nicht auch noch? Ja, ja, genau. Einen noch. Da hatten wir auch noch eine Forschung. Nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Erdfrucht. Ach so, Karmesin ist quasi Erdfrucht. Alles klar. Okay. Und ist das dann noch unser letzter fehlender Pilz? Teufelspest. Wassermunition, ja, das braucht man nicht. So. Pilze sind abgeschlossen. Dann gehen wir mal weiter. Untersuche das Tal der Verwesung. Wir untersuchen. So, da sind wieder ein paar von den Dudes. Oh, da ist auch noch ein Förderplatz. Was haben wir hier denn? Ach, nur ein Götterkäfer. Zwei Förderplätze, nice. Und drei. Hallo? Sunny, kümmere dich. Und drei, alles klar. Da will einer was? Ja, komm, machen wir sie halt alle platt. Die sind ja echt easy. Ja, was ist mit dir? Bleib mal stehen. Komm schon. Gönn dir den Loot. Da liegt jetzt ja noch einiges. So. Und ich glaube, wir sind auch fast schon am Ort der Bestimmung angelangt. Da markiert ein X die Stelle. Piratenschatztechnisch. Ich weiß gar nicht, wie viel Gyros-Teile ich jetzt schon habe, ey. Das müssten auf jeden Fall einige sein. Spinnennetz brauche ich nicht. Gyros. Gyros. Okay, dann Wetzstein nochmal kurz. Vielleicht gönnen wir uns noch einen kleinen Trank. Nur Megatrank. Haben wir keinen normalen Trank mehr? Okay. Dann halt die Vitalitätswespe. So. Und was ist hier jetzt los? Kann ich hier nicht lang? Dann muss ich mir wohl einen anderen Weg dahin suchen, hä? Soldatenhelm. Nee, 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 nee. Okay, dann gehen wir wieder zurück.
und lutschen uns den anderen Weg rein. Ausdauer haben wir ja noch. So, dann gehen wir hier oben lang und dann rechts. Schön rechts. So, dadurch. Da müssten wir dann den richtigen Weg finden. Da oben ist noch ein Pilz. Hier unten ist noch ein Pilz. Nee, ich glaube, ich muss da echt hoch, ne? Kann ich da nicht hochkrabbeln, Alter? Ich kann da nicht hoch? Ungewöhnlich. Okay, da würde ich gerne hin. Aber... Warte mal. Da oben können wir auch nicht lang. Ich habe da doch eben noch so eine Art Ranke gesehen. Ich könnte natürlich auch erst den Kollegen da wegnatzen, ne? Hier war ich aber auch noch nicht, oder? Sieht nicht so danach aus. Hier haben wir auch keinen Dampf. Na egal. Den Kollegen, den schnappen wir uns mit Sicherheit noch früh genug. So, irgendwo war doch hier so eine Ranke. Danke, Ranke. Nee, geht's auch nicht weiter. Okay. Wie finde ich den Weg dorthin? Hey, Moment mal gerade. Kann ich den Kadaver eventuell nochmal looten? Nee, leider nicht. Dann gehe ich da lang. Großgiros Fußspuren. Hier war doch irgendwo noch so eine Ranke. Wo habe ich die gefunden? So, Stufe erhöht. Wo war denn diese Ranke, Alter? Geil. Dann gehe ich mal hier lang. Irgendwie muss ich doch da hinkommen. Geht doch gar nicht anders. Hier, komm mal her. So, den haben wir erstmal schön geaggrot. Oh, so wie sämtliche anderen hier. Hier war aber nicht diese Ranke, ne? Hier ist auch übelst nur das Gift am Start. Ist jetzt nicht so prall. Kommt der Kollege uns eigentlich hinterher? Nö. Naja. Also toll. Jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt. Und gucke einfach mal, ob ich hier weiter kann. Also keine Ahnung. Vielleicht muss dieser Typ einfach hier durchrennen mit seiner Power oder so. Weil sprengen ist ja nicht. Okay, dann machen wir die Teile nochmal gerade kalt, bevor die uns hier irgendwie noch in die Quere kommen. Na komm. Hallo? Voll auf die Fresse. Oh, da leben tatsächlich noch welche. Hey. Hallo? Wo wollt ihr hin? Sie flüchten vor meinem Schwert. Wo kann ich hier denn lang? So, der Kollege, der müsste jetzt ja sein, ne? Machen wir den jetzt erstmal platt. Komm her. Ah, alles klar, komm. Dann gehen wir es jetzt mal an. Okay. Scheint ja nicht ganz so der schwere Typ zu sein hier. Oh, vielleicht doch. Sunny is dizzy.
Ja, da kamen die kleinen Kollegen auch mal vorbei, oder was? Oh Mann, jetzt komm doch mal her, ey. Oh, ja, da bist du auch schon. Ja, der rennt mich schon ein bisschen um, ne? So, der Kleine ist schon mal weg. Oh, jetzt sollte ich aber mal langsam hier die Vitalitätswespe an den Start bringen. Danke. Ja, komm schon. Wo ist er? Halt's Mull. Oh. Uncool. Was war das denn jetzt? Na komm schon. Hat er was fallen lassen? Ha! Daneben! Na los. Boah, es wird immer nebliger hier. Haut der ab? Der haut ab! Scheiße, ich hätte jetzt gedacht, der haut in die andere Richtung ab. Dass er durch diesen Dings da durchläuft. Ich brauche eine Vitalitätswespe. Where she is. Oh, keine Vitalitätswespenlieferung mehr am Start. So, Ausdauer. Ah ja, da ist er wieder. Ups. Gebrochene Teile. So. Die Wespe bitte. Jawohl. Und go, 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 go. Zack. Ja, schnell wieder hin. Schnell wieder hin, habe ich gesagt. So, schön aufs Maul. Okay, okay. Oh, mein Wetzstein. Wetzstein, Wetzstein. Die Waffe muss gewetzt sein. Oh, die hauen natürlich echt rein hier, ne? Was war das denn? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich brauche echt mal hier einen großen Trank, glaube ich. Wenn ich denn mal wieder... Ja, danke. Oh, 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 oh. Jupp. Wetzstein. Alles easy. So, den kriegen wir doch noch fertig hier, den Burschen. Hä? Oder wie sehe ich das? Da ist er. Mann. Ich lerne es auch nicht, ne? Und er liegt? Nee, nee, noch nicht. Und zack. Ja, der müsste aber gleich down sein, ey, ohne Scheiß. Er haut schon wieder ab. Hinterher! Schön das Material noch. Der holt sich auch immer wieder Unterstützung, wenn der wegrennt von diesen kleinen Noobs, Alter. Die nerven echt. Oh, schade. Der hätte gerne mal gesessen. Und er liegt, oder was? Ja, er liegt.
Vitalitätswespe, jawohl, nice. Ah, daneben. Komm schon. Ja, das kann echt nicht so schwer sein. Die werden Messer einfach immer wieder... Oh. Immer wieder unscharf ist. Ui. Okay, gehe ich mal hier kurz hoch. Metzstein. Please. Oh. Deine Gesundheit halbiert. Hast du zufällig eine Nullbeere dabei? Kann sein, ja. Moment, da muss ich mal gerade hier gucken. Objektbeutel. Scheiße. Oh oh. Uncool. Aber mir bleibt gerade ein bisschen Zeit, ne? Nee, das war der falsche Knopf. Komm schon, Herstellungsliste. Gegengift. Moment mal gerade. Ich hab doch eine Nullbeere dabei. Da. Geben geht nicht. Ich kann sie wegwerfen. Egal, weißt du? Dann die Vitalitätswespe. Oh, shit. Ja, dann brauche ich nochmal den Wetzstein. Ich habe ja gerade Zeit. Ja, toll. Wie soll ich die denn essen? Oh, Moment. Ich bin falsch gelaufen. Ist anscheinend hier oben. Ist sie null. So, wird da ein Schuh draus. Oh, schade. Ha! Bin ich wieder drauf. Festhalten. Angreifen. Schade, Mann. Ich würde ganz gerne wissen, wie ich diese Nullbeere kriege. Angreifen. Ey, die Nullbeere hat sich aufgelöst. Der Effekt. Nice. Kein Plan, wie das funktioniert hat. Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Ist er wieder weggelaufen? Nee. Ist er da? Oh, jetzt bin ich hier oben. Ja, da läuft er. Und er ist schon ziemlich... Down. Komm schon. Komm. Jetzt gib ihm aber hier den Rest, Alter. Was? So wird da nämlich ein Schuh draus. Das Ding wegstecken und den Groß-Gyros töten. Jawohl, wir haben's. Oh, und ich sehe auch gerade, die Folge neigt sich quasi dem Ende zu. Wir haben das Ding erstmal platt gemacht. So, und in der nächsten Folge werden wir uns dann damit beschäftigen, dass wir da oben, wo das X die Stelle markiert, dass wir da durchkommen irgendwie, auf so eine ganz besondere Art und Weise. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache, aber wir werden sehen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet gerne den Part und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, Tschüssikowski.